Hallihallo, ihr Lieben, hier ist die Abby. Ja, ich stehe jetzt hier in Moorland am Briefkasten mit der Eline. Und ja, hier sind ja auch noch einige Briefe, die wir lesen können. Und das werden wir doch mal machen an dieser Stelle. Also heute mal nicht bei Abby, sondern bei Eline. Und ich würde sagen, fangen wir doch mal an mit dieser Postfolge. So, ihr Lieben, ihr seht, wir sind ja hier im Postfach und ja, es sind wieder hier einige Briefe dabei, auch bei der Eline hier. Und ja, ich würde sagen, wir fangen direkt mal an mit dem ersten Brief von der Juli Songtime. Ja, machen wir das mal hier hoch. Hi Abby. Ich mag deine Videos und finde es toll, was du machst. Kannst du mal Verstecken spielen? Ich fand die Idee von Zara Middlecamp echt gut und würde es cool finden, wenn du das mal machen könntest. Liebe Grüße, Juli. Ja, liebe Juli, ich bedanke mich für deinen Brief und ja, und auch die Komplimente und so. Ja, Verstecken spielen. Ich weiß nicht genau, wie das gemeint ist. Also ich weiß zwar, wie man Verstecken spielt, aber ja, ich weiß nicht genau, wie das gemeint ist. Mit anderen Spielern wahrscheinlich zusammen oder so. Ja, aber das wäre dann halt auch ja, ein Video mit anderen zusammen und das ist ja eben ein bisschen schwierig zu, ja, ein bisschen schwierig zu managen und so. Ja, muss ich mir überlegen, auf jeden Fall. Ja, ansonsten nochmal vielen Dank. Okay, dann kommt der nächste Brief von der Laila Song Hurricane. Hallo Abby. Habe dich gerade im Dandal Transporter gesehen, aber auf deinem Hauptaccount. Habe dich angesprochen, aber warst wohl AFK. Oh je. Fand ich etwas schade, aber was soll's. PS, heute ist der Tag, wo die englischen Vollblüter rausgekommen sind. Hab dich ganz doll lieb. Ui. Oh, entschuldigt bitte, aber irgendwie verlässt mich meine Stimme schon jetzt. Ja, ja, da seht ihr, wie lange das jetzt her ist, die englischen Vollblüter. Ja, sie sind immer noch sehr schön. Ich möchte unbedingt einen haben. Ja, liebe Laila, ich bedanke mich für deinen Brief. Ja, das kann sein, dass ich dann AFK bin, weil ich bin manchmal eher drin und dann mache ich irgendwas und dann lasse ich das aber an und ach ja. Ja, das passiert leider ganz oft manchmal. Hey, wo hat sie denn diese Haare her? Na gut, okay, ja, jedenfalls danke für deinen Brief. So, okay, dann nehmen wir hier den nächsten von der Ashley Rabbit Moon. Hi Abby, ich wollte mich nur mal bedanken, dass ich mit dir Rennen machen durfte. Das war mega nett. Ich freue mich, dass wir uns getroffen haben. Ich habe da zwei Fragen. Erstens, ist deine FA privat? Und zweitens, könntest du mir ein Autogramm per Post schicken? Wäre mega cool. Liebe Grüße, Ashley. Was? Das ist so, also diese Frage, Autogramm per Post schicken? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ja, keine Ahnung, weiß ich nicht. Also habe ich mich noch nicht mit auseinandergesetzt. Ich kann die Frage nicht beantworten. Ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach nicht. Ach Mensch. Ja, wäre vielleicht mal eine Überlegung, ne? Jetzt im Moment an der Stelle, keine Ahnung, kann ich gerade irgendwie, kann ich nicht beantworten. Ich bin ein bisschen überfordert mit der Frage, wie du siehst, beziehungsweise wie du hörst. Ja, und aber die kann ich dir beantworten, ob die Freundschaftsliste privat ist. Ja, im Moment, also nicht im Moment, also ich wollte sagen, sie war vorher, hatte ich jeden angenommen, aber jetzt ist sie leider nur noch privat, ja. Weil, wie gesagt, ich kann auch gerne nochmal sagen, warum, weil ich möchte nicht andere bevorzugt behandeln, weil stellt euch vor, es stehen drei Freunde da, es ist nur noch ein Platz oder zwei und eine kommt dann
nicht auf die Liste. Das ist, ich weiß nicht, das ist irgendwie unfair, ja, den anderen gegenüber. Deswegen möchte ich das dann auch gleich halten. Nur mit denen ich intensiv Kontakt habe, außerhalb von Star Stable auch, die kommen auf meine Liste, ja. Also wenn jetzt aus dem Spiel heraus auch eine Freundschaft entsteht oder so, zum Beispiel wie die liebe Ida zum Beispiel, die ist natürlich auf meiner Freundschaftsliste, ja. So, zum Beispiel. Ansonsten vielen Dank und das muss ich mir mal überlegen. Ja. Okay. Dann kommt hier der nächste Brief von der Natalia Purbelstrong. Hey, du machst mega Videos. Ich liebe deinen grauen. Ich kann die Pferderasse hier nicht schreiben. Den dir Epona kann man ja auch nicht schreiben, gekauft hat. Hab das Video dazu gesehen und möchte mir auch einen kaufen. Ja, du meinst sicher den Kleidstil. Ja, der ist auch wunderschön. Ich liebe ihn immer noch und ich freue mich schon, wenn ich den dann ausleveln kann. Und dass man nicht mal Kleidstil schreiben kann, das ist ja auch ein bisschen krass, ne? Ja, ansonsten danke für deine lieben Worte, liebe Natalia, und danke für deinen Brief. So, dann kommt der nächste Brief von der Michelle Flowerheart. Ja, vielen lieben Dank. Kannst du vorlesen? Okay. Ich wollte mich einfach mal bedanken. Du bist eine so nette, liebevolle Person. Ich finde deine Stimme so beruhigend. Oh, und höre gern nebenbei beim Leveln oder Spielen deine Videos. Vor allem freue ich mich über deine Kommentare auf Insta, YouTube. Sorry, soll keine Werbung sein. Nein, alles gut. Ich wollte mich einfach mal bedanken, weil die Unterstützung mir echt viel Kraft gibt. Vor allem bist du, aber auch Ebona und Ida, so liebe Menschen und natürlich auch alle Zuschauer, Zuschauerinnen. Ja, vielen lieben Dank für alles, deine Michi, Kämpferin mit Herz. Ja, ihr könnt es ja gerne mal bei der lieben Michi, also wie sie jetzt hier schreibt, Michi, gerne mal vorbeischauen, die Kämpferin mit Herz. Es sind ein bisschen noch andere Themen mit dabei, wenn es interessiert. Schaut gerne mal vorbei. Ja, liebe Michelle, ich danke dir ganz herzlich für deinen Brief und was du so geschrieben hast. Und ja, also ich finde es ja immer wieder erstaunlich, dass ihr meine Stimme so beruhigend findet. Und ja, das ist immer wieder eine Überraschung. Und ja, danke für diese lieben Worte und so. Ja, und die Unterstützung, ja, habe ich doch gern gemacht. Ja, ich weiß nicht, ich bin so gerührt, ihr Lieben. Oder liebe Michelle, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Das ist so süß. Ja, danke schön. Danke. Und dann haben wir nochmal die Michelle. Musste den Brief an Eline senden, nach meinem Brief bei Abby, weil dein Postfach danach leider voll war auf Abby. Ja. Also nochmal vielen, vielen lieben Dank. Ach ja, noch eine Sache. Herzlichen Glückwunsch zu deinen 4000 Abos auf YouTube. Du hast das echt sehr verdient. Wie lieb du bist zu allen und so herzig. Sorry, ist ja wirklich ein Roman. Also alles Liebe, Michi. Oh ja, hier steht jemand komplett in mir drin. Also sagt mal. Ja, wie gesagt, Dankeschön nochmal hier für die lieben Worte und so. Und ja, das freut mich total. Und ja, Dankeschön. So, okay, dann haben wir ein Gedicht von der Michelle Flowerheart. Also das ist jetzt der dritte Brief. Okay, lesen wir mal das Gedicht vor. Das mag ich immer ganz gern. Okay, es gibt Menschen, die zaubern dir gerade ein Lächeln, wenn es dir vielleicht nicht so gut geht. Menschen, die dich unterstützen in schwierigen Zeiten. Es gibt Menschen, die leuchten in dein inneres Dunkel, wie ein Licht und erhellen diese Dunkelheit. Viele Menschen treten in dein Leben, aber nur wenige hinterlassen Spuren in deinem Herz. Nun noch ein Gedicht. Abby, du bist wie eine Sonne, die nie untergeht. Wenn ein Licht, das wie ein Licht, das nie erlöscht. Eine Blume, die nie verwelkt, eine Hoffnung, die stets vorhanden ist, ein Stern, der selbst bei Tag leuchtet. Danke für alles. Och Mann, da kommen die Tränen. Och Mann, das ist so schön. Ja, das ist total schön. Ganz, 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 ganz lieben Dank. Liebe Michelle, das ist total. Ach Mann, das berührt mich total. Dankeschön. Ich kann einfach nur Danke sagen. Das ist so schön. Ach, Menno.
Okay, versuchen wir mal den nächsten Brief. Ja, das ist, wie gesagt, alles so toll. Ja. Oh Mann. Okay, der nächste Brief kommt von der Juni Snowfelter. Liebe Abby, ich wollte dir gern mal schreiben, wie schön ich deine Videos finde und dass ich mich immer freue, wenn ein neues rauskommt. Wie viele dir schon mal gesagt haben, ist deine Stimme wirklich sehr entspannend und klingt einfach so voll und angenehm. Ich hoffe, du machst noch eine ganze Weile Videos, weil sie einen oft aufheitern und zum Lachen bringen. Beeindruckend finde ich, dass du es schaffst, diese Challenge mit den Pferden. Das nehme ich mir seit über 5 Jahren vor, aber auf dem hohen Level ist dennoch nur ein Bruchteil meiner Pferde. Ach ja je. Sie sieht aus wie ich hier. Ja, so ähnlich zumindest. Ja, vielen Dank für deinen Brief, liebe Juni. Den Namen finde ich ja auch sehr, sehr schön. Juni. Juni. Ja, das mit dieser Challenge, oh, das ist so. Also mittlerweile muss ich euch sagen, geht es mir ein wenig auf den Sender, die ganze Zeit diese Level-Runden zu machen. Gerade wenn man nicht so viel Zeit hat und sich dann denkt, ah, ich muss noch leveln, sonst dauert das alles so lange. Ja, es ist ein bisschen anstrengend, klar, aber ich zieh's durch. Ich kauf kein Pferd, bis ich diese Pferde alle ausgelevelt habe. Nein, ich möchte das nicht. Ja, wie gesagt, es sei denn, es ist ein irgendwie limitiertes Pferd, was ich da nicht nochmal bekomme. Oder sehe, da sind dann doch noch nicht alle ausgelevelt, dann ja, mache ich da natürlich eine Ausnahme, weil sonst bekommt man das ja dann nicht nochmal. Aber ja, ich versuche es jedenfalls durchzuziehen. Ui, hier hängt mir das Kabel hier. Okay, ja, liebe Kim, also Kim heißt du. Ja, ich bedanke mich für deinen Brief. Und das ist auch wieder so liebe Worte sind das hier, was du so geschrieben hast, das ist total schön. Und ja, wie gesagt, ich kann mich einfach nur bedanken und ich weiß immer nicht, was ich sagen soll. Das ist so, ach, das ist einfach nur schön, ja. Dankeschön. Oh, hier haben wir nochmal die Juni. Hey, ich habe gerade dein Postvideo gesehen und hoffe, dass ich mal die Chance habe, dir Post zu schreiben. Nein, das ist eine andere Juni. Ach, die sind so gleich und fangen auch noch mit der Süße an. Okay, also der Brief ist dann von der Juni Spider Beach. Okay, also nochmal. Hey, ich habe gerade dein Postvideo gesehen und hoffe, dass ich mal die Chance habe, dir Post zu schreiben. Dein Postfach ist schon voll, deswegen schreibe ich dir auf zweiten Account. Ich liebe deine Videos und finde es echt cool, dass du erst wieder ein Pferd kaufst, wenn du alle deine anderen Pferde ausgelevelt hast. Du bist einfach die Beste. Bleib so, wie du bist. Viele Grüße. Ja, liebe Juni, auch an dich. Vielen lieben Dank für deinen Brief. Und ja, da hast du es jetzt hier durchgeschafft, Post zu schicken. Und das Postfach ist tatsächlich leider immer, immer voll. Also ja, aber kann man jetzt leider nicht ändern, ja. Und ja, wie gesagt, mit den Ausleveln, ja, das ist wie gesagt auch schwierig. Also es ist schon sehr anstrengend, muss ich gestehen. Ein paar haben wir noch vor uns. Und ich hatte ja auch schon das nächste ausgelost, sag ich mal. Das Video muss ich auch noch hochladen. Ja, auf jeden Fall danke und danke, 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 danke. Ja, dann haben wir hier. Ich weiß nicht, ob das privat ist. Hier steht privat. Ist das privat? Angeschrieben. Bitte lesen. Ich klicke mal drauf. Hi Abby, ich habe dich angeschrieben über Instagram. Aha. Okay, dann war das wohl nicht für die Postfolge. Das ist privat, das lese ich nicht vor. So, dann haben wir hier die Lena Fockhug. Hi, mit lauter Ausrufezeichen. Hi Abby, ich schaue deine Videos so gern und würde mich freuen, wenn der Brief in die Postfolge kommt. Du bist die Beste und machst so coole Videos. Kann ich dich um einen Gefallen bitten? Meine Freundin würde so gern gegrüßt werden. Kannst du sie und mich grüßen? Ja, dann grüße ich euch beide doch ganz herzlich an dieser Stelle.
Hast du leider keine Namen hier mit dazu geschrieben, aber ich denke mal, so ist es auch okay. Ja, und das freut mich doch, dass du die Videos gerne schaust und sie dir gefallen, auf jeden Fall. Ja, vielen lieben Dank, liebe Lena. Okay, und da haben wir noch eine Lena. Lena Sommerburg. Okay, hi Abby, ich habe dir schon mal einen Brief geschrieben, in dem ich dir gesagt habe, was für eine tolle YouTuberin du bist und was für eine wundervolle und beruhigende Stimme du hast. Jetzt möchte ich dir aber was anderes sagen. Und zwar habe ich eine coole Videoidee. Und zwar, wobei ich dabei bin, dass du zu einem Pferd, einem beliebigen Pferd rennst und ich dir folge. Und das Pferd, zu dem du gerannt bist, muss ich kaufen. Oder einfach andersrum, dass ich dir ein Pferd aussuche. Natürlich erst, wenn du alle Pferde ausgelevelt hast. Wie fändest du die Idee? Wir könnten dabei auch über Discord reden, wenn du das möchtest. Ja, liebe Lena, vielen Dank für deinen Brief und die Idee. Aber da ich ja nicht zusammen Videos mache, jetzt mit anderen, kommt das natürlich auch nicht unbedingt in Frage. Ja, also, ja, es ist halt ein bisschen schwierig. Du hast zwar die Idee gebracht, aber es sind halt wirklich sehr, sehr viele, die so auch selbst Ideen bringen. Aber ich schaffe das einfach zeitlich nicht. Und da müsste man sich dann wieder was ausmachen. Und es ist schwierig, ja. Es ist wirklich sehr, sehr schwierig. Das muss ich mir wirklich überlegen, ja. Ja, und nee, über Discord reden, das so, mache ich wahrscheinlich sowieso nicht. Nein. Keine Ahnung. Ich mache ehrlich gesagt lieber so die Videos alleine. Also ich bin da einfach mehr so der Typ halt für. Bin halt eher ein Einzelkämpfer, würde ich sagen, ja. Aber man weiß es nicht. Also ja, ich möchte jetzt auch nicht so lange um den heißen Brei sprechen. Ich bedanke mich auf jeden Fall für deinen Brief und was du hier so geschrieben hast. Das ist natürlich auch super. Ganz toll, ja. Okay, liebe Lena, vielen Dank nochmal, ja. So, dann kommt hier der nächste, oh, das ist der letzte Brief tatsächlich, von der Anja Pinecry. Hi, ich bin Anja und ich mag deine Videos so gern. Du bist mein Vorbild. Liebe Grüße, Anja. Hihihihi, das ist ja auch süß hier. Ja, liebe Anja, vielen Dank für deinen Brief. Und das freut mich total, dass dir meine Videos gefallen und ich dein Vorbild bin. Ach Mensch, das ist doch süß. So, okay, dann haben wir jetzt alle hier. Ja, tatsächlich. Gut, dann können wir das zumachen. Gut, da ist die Postfolge heute nicht ganz so lang. Wie gesagt, das ist jetzt Elina und die nächsten Briefe lese ich dann wieder bei, ja, bei Abby vor. Und ja, ich denke, das war's dann erstmals an der Stelle. Und das Pferd hat hier schlechte Laune, meine Güte. Machen wir das mal weg. Ja, okay, ihr Lieben. Wie gesagt, ihr könnt mir natürlich gern weiter Briefe schreiben. Ich weiß bloß nicht, ob ich die in Zukunft, ja, so, ob es dann so viele, also ob es dann so viele Briefe werden in einer Postfolge oder mehrere Postfolgen in der Woche. Ich weiß es nicht. Ich hatte ja jetzt so geplant, Dienstag und Freitag eine Postfolge. Ich meine, man kann ja an dem Tag zum Beispiel Dienstag ja noch ein anderes Video hochladen, damit es nicht nur aus Postfolgen dann besteht die Woche. Aber Freitag werde ich wohl immer Postfolgen lassen. Ja, also nur Postfolgen. Ne? Okay, ich denke, ihr wisst, wie es gemeint ist. Gut, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, Abend, Morgen, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und vielen Dank nochmal und bis bald, ihr Lieben.